Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. Oh yeah, wir werden langsam stärker, wir haben schon gesehen, was es für tolle Waffen geben täte tut, wenn wir dann die nötige Stärke haben, die nötigen Fähigkeiten haben und da will ich hinkommen tun. Aber zuerst mal bitte shoppen. Schön, dich zu sehen. Ja, servus, howdy, Kumpel. Was hast du denn Schönes? Zeig mir deine Ware. Alles klar. Jo. Amulett des Dienstleisters. Wart. Praktika, Schlösserknacken minus. Und Rüstung auch noch weniger. Praktika. Missionen geben mehr Erfahrung. Jessas Mutter. Boah, das wäre aber nicht schlecht. Aber es wäre super, wenn es generell mehr hätte. Ein Ring für mehr Ausdauer, dann kann er sich behalten. Apfel, rohes Fleisch haben wir genug. Schnabel, stark genug, um Knochen zu hacken. Na, brauche ich eigentlich nicht. Horn auch nicht. Mandibeln. Trophäe, na dankeschön. Drüsen wären super. Für unsere Drüsensuppe, die wir kochen können. Bah, wie graust schon wieder. Aber in der Not und mit den richtigen Gewürzen schmeckt alles gut. So. Ja, sollen wir ein paar Drüsen mitnehmen? Ich glaube, wir haben nur eine. Na, gar keine. Hoppala, Entschuldigung. Nehmen wir vielleicht nicht so viel mit. Nehmen wir nur mal 5. Das wird schon passen. So, ja. Ja. Ich bedanke mich. So, wir schauen weiter. Ein Outlaw. Wen haben wir hier? Wade. Ah, bist du das nicht schon? Ist das der Wade? Herr Ray? Wade, ja. Der Mistkerl. Ist da drüben. Gut, ich gehe mal rüber. Okay, aber sei vorsichtig. Jawohl, ich bin vorsichtig. Wie ein... Keine Ahnung, welches Tier ist denn vorsichtig? Wie eine Maus. Genau, ich bin vorsichtig wie eine Maus. So. Aber nicht ohne zu speichern. So, also, wir speichern. So. Wir speichern. So. Hallo, du Pfosten. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer? Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Sag mir, wie... sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Nein, obwohl, wenn ich es mir so recht überlege, ist ein Job wie jeder andere hier. Na, ich würde sagen, das obere? Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Es ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Tja, zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst? Na, aber gut. Ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Wie viele Steckbriefe hast du noch? Wer hat dich damit beauftragt? Das wäre interessant. Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja niedlich. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Ich weiß nicht, ob... Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Was wäre, wenn ich Ray gleich hier erledige? Kriege ich dann die Belohnung? Alter, du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Ja, dann das untere, ne?
Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Wenn du das sagst? So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Sehr gut. Moment. Was heißt jetzt hier Sieg? Habe ich jetzt zwei Begleiter? Nee, oder? Hi, Ray. Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein Blondunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß sie schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Alles noch dran? Alles noch dran? Alles noch dran? So gerade noch. Na dann? Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung! Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Oh. Also, was sagst du? Na dann, ich schätze dein Angebot anzunehmen. Für mich zu arbeiten ist immer noch besser als nichts. Ja, wird ja so. Ich schätze dein Angebot anzunehmen. Für mich zu arbeiten ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Da lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Wir sollten hier nicht so lange bleiben. Ist ein gefährliches Pflaster. Ich mag den irgendwie, keine Ahnung. Du hast einen Bruder? Es gibt zwei von eurer Sorte? Du hast einen Bruder? Ja, Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt. Und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Gut, reden wir mal über deine Steckbriefe. Gut, reden wir mal über deine Steckbriefe. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau. Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bringe ich uns hin. Das ist fein. Ich habe die Mission gesehen... Achso, warte. Okay, zeig mir Leos Aufenthaltsort und ich habe... Mason gesehen. Er ist auf der Suche nach dir. Ja? Ich habe Mason gesehen. Er ist auf der Suche nach dir. Tatsächlich. Vermutlich wird es reichen, ihm ein paar Splitter für den Steckbrief zu geben und er lässt die Sache ruhen. Dazu müsste man ihn aber erstmal finden. Da würde ich sagen, mitkommen. Komm mit. Dich begleitet doch schon jemand. Kann ich ihn wegschicken? Kampfkraft, bleib hier stehen, ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Ja, ich glaube, das können wir machen. Ich brauche dich nicht mehr, geh zum Treffpunkt. Ja. Ich will mal Ray ausprobieren. Das hört sich furchtbar an, ich weiß. Aber mitkommen. Mitkommen. Geht klar. Sehr gut.
Der ist mir irgendwie sympathischer, der Ray. Der ist irgendwie, ich weiß nicht, menschlicher, netter, nicht so doof. Aber, ja. Also, alles noch dran? Alles noch dran? So gerade noch. Neutral. Okay. Hast du dich nicht auch schon einmal gefragt, wie es hier wohl aussah, als die Zivilisation der alten Welt noch blühte? Also, ich war's das, ja. Wir haben eine schöne Erde, aber wir wissen sie nicht zu schätzen. Ja, zumindest die meisten von uns. Leider, leider. Sagt der Schneider und ich würde sagen... Ja, wir haben jetzt Ray an unserer Seite. Keine Ahnung, was er kann. Aber ein bisschen erinnert er mich an einen Cowboy. So ein kleines bisschen. Mit seinem Schal da um den Hals. Na, Fisch. Na jo. Wie gesagt, im Kopf unseres Helden, er hat sich natürlich wieder mal den Kopf angehauen, ist seitdem meine Wenigkeit drinnen. Und er ist jetzt etwas feminin und der weibliche Teil seines Kopfes, also ich, ne, darf sowas ja mal sagen. Ja. Müssen wir schlafen gehen? Nö. Natürlich dürfen das auch Burschen sagen. Eine Hundehütte. War cool, die ist für uns. Schlecht aus wie eine Hundehütte, oder? Aber es gibt weit und breit keinen Hund. Oh, ich gehe, Entschuldigung. Laufen. Ich wollte mich hier ein bisschen umschauen. Hallo. Warst du schon im Käfig? Hast du ein Loch im Kopf? Ich lass mir doch nicht die Zähne ausschlagen. Na, wenn schon. Die brauchst du doch sowieso nicht. Alter. Wie soll ich ohne Zähne kauen? Gar nicht. Steck dir dein Fressen einfach hinten rein. Vielleicht kommt vorne dann endlich mal etwas Brauchbares heraus. Vielleicht sollten wir beide mal in die Arena. Ja, lass stecken. Alter! Den muss ich mir merken. Boah, die sind frech. Naja. Oh, Boah, jetzt hat's mich gerade gerissen. Ein zahmer Schakal, sowas geht auch? Aha, Hundehütte, ne? Da. So viel dazu, es gibt keine Hundis. Na gut, doch, es gibt Hundis. Warum ist da Blut? Scheinbar hat der Hund gerade was zum Essen bekommen. Naja, wer bist denn du? William, hallo. Na großartig. Noch einer, der glaubt, bei uns gäbe es was umsonst. Du hast Glück, dass du kein Berserker bist. Die haben mir schon mehr als genug Ärger gemacht. Genau wie die verdammten Kleriker. Probleme mit Klerikern? Hast du was gegen Berserker? Ich habe nicht vor, Ärger zu machen. Ja, fragen wir einfach blöd nach, oder? Probleme mit Klerikern? Berserker, Kleriker. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Die Kleriker wollen eure Männer? Die Kleriker wollen eure Männer? Natürlich. Die Kleriker haben doch totale Nachschubschwierigkeiten, was neue Rekruten angeht. Wusstest du das nicht? Aber dass sie unsere Männer kriegen, können sie vergessen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Oh. Denk daran, wenn du hier bist. Okay. Wer ist der Duke? Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Angenommen, ich schließe mich euch an. Bist du sicher, dass hier alles im Griff hast? Boah, wie gemein. Wer ist der Duke? Wer ist der Duke? Du rennst hier im Fort herum und weißt nicht, wer der Duke ist? Na. Der Duke ist mein Cousin Logan. Er ist der Boss hier. Er hat diesen Ort von der Tyrannei Baxters befreit. Wenn du Scheiße baust, weiß der Duke es noch, bevor du es selber weißt. Und du findest dich schneller am Ende seiner Waffe wieder, als dir lieb ist. Okay, Wolverine hat hier das Sagen. Alles klar, Logan, ne? Wolverine, ja, X-Men, ja. Was? Hast du nicht gesagt, du wärst hier der Boss? Ich mache, was ich will. Wer ist Baxter? Baxter ist einer aus dem Gothic-Universum. Ach nein, falsch, Entschuldigung. auch. Wer ist Baxter? Wer ist Baxter? Wenn du das nicht weißt, dann sollten wir es dabei belassen. Wichtig ist nur, dass ich hier jetzt das Sagen habe. Ich dachte, der Duke ist hier der Boss. Der Duke ist mein Cousin, also bin ich der Duke. Also, wenn der Duke etwas will, dann... Nein, andersherum.
Wenn ich etwas will und dem Duke es sage, ihn frage, dann bekomme ich, was ich will. Also, was ich sagen will, dass der Duke, ich bin. Nee, warte, also ich bin quasi nackt. Ach, verdammte Scheiße. Mein Wort ist für dich Gesetz, kapiert? Schon klar. Auf Deutsch, ich bin Negan, oder wie? Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Ja? Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Nicht so hastig, Grünschnabel. Wen wir hier ins Fort aufnehmen, entscheide immer noch ich. Wenn du hier mitmachen willst, musst du mir erstmal deine Loyalität beweisen. Tu einfach alles, was ich dir sage. Beweise, dass du erfahren genug für den Job bist. Und vielleicht gebe ich dir einen Platz in unseren Reihen. Ach ja, du solltest natürlich auch nicht mit den anderen Gemeinschaften, wie den Klerikern, den Berserkern oder den Separatisten paktieren. Letztere sind besonders gefährliche Gesellen. Du weißt doch hoffentlich, von wem ich rede. Ja, natürlich. Separatisten sind die ausgestoßenen Alps, die in den Ländern der freien Menschen ihre eigenen militärischen Ziele verfolgen. Ja, genau. Jetzt verstehen wir uns. Er hätte es nicht beantworten können. Angenommen, ich schließe mich euch an. Angenommen, ich schließe mich euch an. Dann wirst du wie jeder als Läufer anfangen, sofern du genügend Erfahrung mitbringst, sodass wir dich auch gebrauchen können. Nur weil jemand die Muskeln spielen lassen kann, wird er nicht gleich zum Vollstrecker ernannt. Das Privileg musst du dir erst erarbeiten. Aber dafür garantiere ich dir, wird es sich auch lohnen, wenn du dir den Arsch für uns aufreißt. Je höher du stehst auf der Karriereleiter, desto besser ist die Ausrüstung, die dir zur Verfügung gestellt wird. Ja, vielleicht ein andermal. Unser Herz schlägt dabei für die Berserker. Bist du sicher, dass du alles im Griff hast? Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Wenn hier jemand Scheiße baut, dann regel ich das schon. Du solltest dich also lieber gut mit mir stellen. Apropos gut stellen. Du könntest direkt mal damit anfangen. Ich habe ein Problem, bei dem ich einen Außenseiter gut gebrauchen könnte. Mhm, und was könnten wir tun? Was meinst du mit Außenseiter, du Ferkel? Na, was können wir tun? Wofür brauchst du meine Hilfe? Ich brauche jemanden, der unbekannt ist. Jemand, den die Hauptmänner hier im Lager nicht auf dem Radar haben. Einige der Hauptmänner sind unzufrieden. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Okay, wegen der Hauptmänner? Wegen der Hauptmänner. Wer ist das? Wer sind sie? Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Fort. Und um Mad Bob, er nennt sich selbst der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen an. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner, aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Was hat Chloe getan? Was ist mit Blake? Okay. Wieder alles durchfragen. Na gut, dann fahren wir mit Chloe an. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Mhm. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Die Leute haben Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie hier krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Okay, was ist mit Blake? Was ist mit Blake? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Nein. Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht. Der kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Und Big Jim? Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für den Allergrößten. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Anscheinend will er sich das Fort unter den Nagel reißen. Aber ich sag dir was, er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Duke kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist. Damit er merkt, wo er hingehört. Juhu, wo ist das Problem mit Mad Bob? Wo ist das Problem mit Mad Bob? Mad Bob? Ja, der ist ein Fall für sich. Also die Fakten sind die. Er liefert nicht mehr. Er ist Oberaufseher für unsere Schrottlieferung. Aber es kommt kein Schrott mehr an und ich weiß nicht warum. Dann frag ihn.
Du musst verstehen, so einfach ist das nicht. Bob ist ein lieber Kerl, aber er kann... Naja, du wirst ihn kennenlernen. Ich befürchte, dass er nicht mehr liefert, weil niemand mehr für ihn arbeiten will. Wenn du es schaffst, dass mit Bob wieder liefert, verspreche ich dir eine fette Belohnung. Juhu, ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Wenn du dich um alle Hauptmänner gekümmert hast, würde ich es in Erwägung ziehen, dich bei uns aufzunehmen. Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Duke vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Ei, Captain. Na, Fisch. Ah ja. Okay. Der Party spielt zu Ende. Och Mann, ey. Was soll man machen? Es ist halt so. Aber wir sind hier bei den Outlaws und schauen uns ihr Lager ein bisschen an, wie auch immer. Wir haben derweil Ray am Start. Wir haben Turas nach Hause geschickt, beziehungsweise zu unserem Treffpunkt geschickt. Willst du wissen, was ich im Müll gefunden habe? Nein, was zu essen? Du findest doch nie etwas Brauchbares. Jetzt siehst du dir doch mal an. Auf dem Ding steht was drauf. Ich erkenne ein Q, ein U und ein Y. Stark, oder? Vielleicht ist das ein Code oder so. Quatsch, das ist kein Code, das ist ein Namensschild. Ich höre gerade zu. Namensschild? Was ist das denn? Das Ding hat man früher getragen, damit jeder weiß, wen man gerade voll labert. Sag bloß. Ja, wahnsinnig spannend. Und jetzt wird es weg, sonst schlafen mir noch die Socken ein. Na gut. Sehr schön. Na gut. Ach, wie herrlich. Ich nehme auch mal stark an, tatsächlich das Essen. Na, ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll. Ah, das ist ekelig. Na, das hebe ich nicht auf. Pfui. Das ist für einen Hund. Sollte er glücklich werden damit. Ich wollte sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier vielleicht noch einen Teleporter finden tun. Wir werden uns im nächsten Party noch ein bisschen umschauen. Scheinbar haben sie ja auch ein Glashäuschen, wo sie Sachen anbauen. Voll süß irgendwie. Na gut, interessantes Völkchen auch auf jeden Fall. Also für Leute, die die Outlaws lieber mögen, ne? So schaut sie aus. Und ja, wie gesagt, Ray scheint derweil mal ein bisschen komischer, aber von menschlichen her guter Typ zu sein. Mal schauen, wie sich das noch mit ihm weiterentwickelt. Auf jeden Fall, wir sind hier, wie gesagt, bei den Outlaws. Wir schauen uns im nächsten Part noch ein bisschen um. Und bis dahin bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!